Hallo zusammen, hier ist wieder heute da und heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das wir finden können unter Quests und dann Wolf Inn. Und hier haben wir den Erfolg Vermächtnis der Irdenen. Für diesen müsst ihr folgendes machen: Erreicht Stufe 50 mit einem neu erstellten Irdenen-Char und dafür gibt es dann einmal eine Belohnung und zwar Traditionsausrüstung der Irdenen. Als allererstes brauchen wir einen Irdenen-Char und dafür müssen wir ein Achievement abschließen und das heißt verbündete Völker die Irdenen. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Ihr müsst einfach nur vier Questreihen absolvieren. Eine davon ist die Kampagne und die anderen sind einfach Sidequests in den verschiedenen Zonen. Die sind immer auch markiert. Falls ihr da noch fehlende habt, ich habe dazu wie gesagt schon ein Video gemacht. Da zeige ich die auch nochmal ein bisschen genauer. Das heißt dann einfach verbündete Völker, die Irdenen. Sobald ihr das gemacht habt, müsst ihr euren Irdenen auf 50 aufwärts spielen. Ich kann euch empfehlen, den am besten auch auf 70 zu spielen. Dann könnt ihr euch nämlich hier über das Portal hinporten, sonst mit 50 kommt ihr hier tatsächlich noch nicht her. Ihr müsst nämlich nach Dornegal und dann müsst ihr euch, wenn dann einen Magier suchen oder einen Hexenmeister, der euch hierher portet, sonst wird es nämlich ein bisschen schwierig. Das Portal in SW oder in OG klappt dann leider nicht. Und sobald wir das gemacht haben, kriegen wir auch eine Quest und zwar Vermächtnis der Irdenen und da müssen wir jetzt unsere Erinnerungen in Dornegal einmal hochladen. Und da befinde ich mich jetzt gerade schon auf den Koordinaten 31, 59. Und ich würde sagen, wir laufen mal rein und schauen mal, was es da Schickes gibt. Ich will von all euren Abenteuern hören. All euren Abenteuern, okay. Also, dann können wir hier oben zu der Maschine. Klicken wir die mal an. Und jetzt müssten wir dann einen Haufen verschiedene Sets kriegen. Jetzt schaue ich mal, dass ich einmal dem Dienste-Channel lief, weil das rattert hier jetzt schon die ganze Zeit durch und sonst sehe ich die Chats nicht mehr gescheit. So, okay, also das geben wir jetzt mal ab. Dann schauen wir mal, was wir jetzt alles gekriegt haben. Das waren richtig viele T-Mog-Teile. Danke für eure ganzen Mühen. Vielen Dank. Also seht ihr, das hat jetzt direkt das Achievement gebracht und da steht auch dran Traditionsausrüstung der Irdenen und das sind tatsächlich dann auch ein paar mehr. Jetzt schauen wir mal direkt hier rein in die Sets. Ah, da haben wir sie. Also wir haben einmal das goldene Set mit lila Kristallen dran. Das zweite ist Silber mit grünen Kristallen. Und das letzte ist ja so ein bisschen so ein dunkelgrau. Mit roten. Die sehen eigentlich alle relativ cool aus, muss ich sagen. Ich bin am Hin und Her überlegen. Also das mittlere finde ich jetzt nicht ganz so geil. Wenn dann Nummer 1 oder Nummer 3. Aber ich bin Paladin. Wir müssen fast das hier machen. So, dann holen wir jetzt mal unser Jack raus. Wobei der Bär geht mittlerweile auch, ne? Bloß weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ah doch, hier, Grizzly. Komm, wir nehmen den Bären. Da können wir ja auch mittlerweile was um T-Moggen setzen. Dann ist es das hier, ne? Sieht schon ganz gut aus. Nehmen wir noch irgendeine Waffe, die da so halbwegs dazu passt. Ja gut, ich glaube, die passt nicht dazu. Was hätten wir hier zur Auswahl? Irgendeine Zweihandwaffe. Vielleicht passt da ein Schwert sogar. Obwohl, eigentlich musst du bei einem Zwerg eine Axt machen, ne? Das wäre ein Frevel, wenn du da ein Schwert nimmst. Schauen wir mal, ob es irgendwo eine goldene Axt gibt, die da so dazu passt. Ja. Naja, die passt aber auch nicht wirklich dazu, ne? So viele Äxte. War golden, aber die sieht eher so ein bisschen nach Zandalari aus. Oder wir nehmen tatsächlich die. Naja, vielleicht müssen wir doch was anderes machen. Artefaktwaffen. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Also ein Hammer? Den könnte man machen, ja. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Euch aus? Eines ist ein bisschen heller. Wir nehmen den helleren. Ah, Leute, ich sehe gerade. Waffe können wir nicht T-Moggen, weil ich zu wenig Gold habe mit dem Char. Ich habe den über Pet Battle hochgespielt. Also der hat rein nichts gemacht sonst. Ja, okay. Ich bin anscheinend zu arm, um zu T-Moggen. Aber das normale Set können wir zumindest mitnehmen. Der hat auch noch das die Grundausrüstung. Gut, also jetzt können wir uns ein bisschen näher anschauen, das Set, was wir dazu kriegen. Es hat hier unten bei den Schuhen, ist es offen, was ich ein bisschen komisch finde, ehrlich gesagt.
Aber sonst macht schon was her. Und ja, wie gesagt, es gibt halt 3 Farbvarianten und dann noch 10 Achievement-Punkte, beziehungsweise insgesamt 20. Das ist hier ein quasi stapelbares Achievement, ne, wo man das erste auch schon drin hat mit den Quests. Juti, damit wären wir durch mit dem kleinen Achievement-Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit den verschiedenen T-Mog-Sets. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.